Willkommen und benvenuti bei Oggi spielt. Heute mit einem neuen Spiel von Virginio Gigli. Also wenn wir so wollen, ein Nachtrag zu Kapitel 3, Virginio Gigli, Flaminia Brasini. Jedoch nicht diesmal mit der Lebensgefährtin, sondern mit Gabriela Ausiello. Und meines Wissens ist das das Erstlingswerk von Gabriela Ausiello. Und wir reden über das Spiel First Rat. Erste Ratte, die auf den Käsemond möchte. Erschienen bei Pegasus, es gibt einen Solo-Modus, ansonsten ausgelegt für 1 bis 5 Personen und das Spiel dauert ungefähr 45 Minuten, vielleicht mit ein paar Personen mehr, auch eine Stunde. Ich habe es gestern zu zweit gespielt und was soll ich sagen? Ich wusste, es ist kein Heavy Game, sondern eher leichte Kost. Und warum nicht auch mal leichte Kost? Aber es ist schöne leichte Kost. Was ist unser Ziel in diesem Spiel? Wir sind eine Gruppe von Ratten und wollen an der Rakete bauen, die zum Käsemond fliegt. Also auch ein nettes und putziges Thema. Und müssen dafür Ressourcen sammeln, also den Müll, den die Menschen wegschmeißen, um diese Ressourcen, diesen Müll einzutauschen für Bestandteile der Rakete. Ich zeige euch das jetzt mal anhand des Spielplans. Der Spielplan ist übrigens doppelseitig. Einmal mit vorgegebenen Plättchen und einmal kann man ihn random mit Ergänzungsplättchen füllen. Und jetzt mal das Spielbrett. So, da halte ich es mal rein. Das ist das Spielbrett von First Red und wir haben hier ein Rennspiel mit Aktionsfeldern. Wir starten alle an einem bestimmten Feld und haben zwei Ratten schon am Start von insgesamt 4. Zwei weitere sind hier unten im Feld und sind sozusagen im Rattenkindergarten und können später noch dazugewonnen werden oder müssen sogar dazugewonnen werden. Denn das Spiel endet erst, wenn alle unsere 4 Ratten oder von einem die ersten vom ersten 4 Ratten ins Ziel gekommen sind oder wir haben 8 Cubes, die wir belegen können, indem wir gewisse Aufgaben erfüllen, indem der erste seine 8 Cubes eingesetzt hat. Wie läuft das Spiel? Es läuft so, ich komme mal ein bisschen näher ran, so, es läuft so, dass wir entweder mit einer Ratte 1 bis 5 Felder vorgehen können und dann die Ressource erhalten, die das Feld hergibt. Also ein Käsestück oder eine Müsli-Schachtel oder eine Milchflasche oder die Äpfel sind was Besonderes und die Birnen auch. Oder aber wir gehen mit 2 Ratten 1 bis 3 Schritte, müssen aber mit beiden Ratten auf ein gleichfarbiges Feld landen. Das ist beim ersten Schritt so nicht möglich, wie ihr an der Anordnung der Farben seht, aber im Laufe des Spiels. Wozu sind die Lichter gut? Diese Lampen sind gut, indem wir eine zweite Parallellinie folgen und immer wenn unsere Lichter schon so weit sind oder weiter sind als die Ratten, die später folgen, bekommen wir auf diesen Feldern eine zusätzliche Ressource. Die Äpfel sind gut, um hier einen Weg zu laufen, der uns Bonusplättchen geben kann, der uns eine weitere Ratte geben kann oder auch hier sich bei Siegpunkten in dieser Siegpunktleiste zu positionieren. Wozu sind die Ressourcen gut? Die sind gut, jetzt klicke ich das mal so ein, die sind gut, damit wir so hier eintauschen können, also 2 Müsli und 5 Milchflaschen, dann kann ich mit einem Cube mich hier draufstellen, weil ich dann hier an der Rakete an den gewissen Bestandteilen mitgebaut habe. Wenn eine Ratte von mir bis zum Ende durchkommt, kann ich sie hier oben platzieren und bekomme zum Schluss auch Siegpunkte. Ihr seht, alles, was hier in so einem mondähnlichen Feld ist, entspricht Siegpunkten am Ende des Spiels. Es ist also ein gewisses Rennspiel, gar nicht schwierig, aber doch mit einer gewissen taktischen Komponente. Man kann auch noch an 3 Feldern
indem man Käse abgibt, hier, hier und weiter unten, indem man Käse abgibt, kann man auch noch besondere Plättchen geben, die einen Ressourcen geben, Verdopplungen geben oder Vereinfachungen geben. Die kann man auch noch erwerben. Ansonsten braucht man den Käse, wenn man sich auf ein Feld stellt, wo ein anderer Spieler schon draufsteht. Dem muss man dann einen Käse bezahlen. Hat man das nicht, bekommt man, wie soll es anders sein, ein Stück Schimmelkäse, was am Ende dann 2 Minuspunkte bedeutet. Ein lustiges, schönes Spiel, was ich wohl sehr gerne nutzen werde, um es in der Familie oder auch mit Kindern zu spielen oder als Opener eines Spielabends oder als Absacker, dann vielleicht eher für 2, weil sonst könnte es sich ja noch mal ziehen, kommt immer darauf an, was ihr so als Absacker empfindet. Mir gefällt es. Virginio Gigli hat mich wieder überzeugt. Gabriele Ausiello ist eine positive Überraschung und ich freue mich auf weitere Spiele von ihm. Wenn ihr das Interview von mir mit Flaminia Brasini und Virginio Gigli anschaut, dann werdet ihr erkennen, dass über diesen Autoren schon gesprochen worden ist und die beiden halten ganz viel von ihm. Wir können also gespannt sein. Wenn ihr das Spiel schon habt, schon gespielt habt, dann schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, bis zum nächsten Mal, euer Eugene.